Vor uns beginnt nun südlich von Bonn das enge Mittelrheintal. Der Drachenfels vor der Kulisse des Siebengebirges ist hier der Sehnsuchtsort Nummer 1. In diesem Sinne könnte man sagen, der Drachenfels ist die Lorelei des Nordens. Kein anderer Ort zieht hier zu allen Zeiten mehr Besucher an. Sie kommen mit Ausflugsschiffen, Fähren oder unserem Tragflügelboot und landen in dem Städtchen Königswinter. Bereit für das Abenteuer Drachenfels. Der Aufstieg bis zum Bergfried auf 321 Metern wird seit alters her eher gerne unterschätzt. Im Mittelalter waren es Pferde, die die Burggrafen und Ritter von Drachenfels nach oben brachten. Hier zu sehen in einem historischen Festzug von 1925. Und unterwegs könnte ihnen der Grundstein des Kölner Domes begegnet sein. Die Radrennfahrer von anno dazumal scheinen den Berg schon hoch zu fliegen. Diese drei hier würden gerne fliegen, doch den Helikopterservice gibt es nur als lustige Fotokulisse. Ein Traum ist es für die meisten Kinder, auf dem Rücken eines Esels hochgetragen zu werden. Ihre Artgenossen arbeiteten schon seit Jahrhunderten in den Steinbrüchen. Da, wo die sieben Berge. An Wochenenden warten nun bis zu 40 Esel auf spendierfreudige Eltern. Für die Erwachsenen selbst aber bleibt die Langsamkeit der Bergwanderung. Doch auch die hat ihre Vorzüge. Schon nach wenigen Minuten bekommt man eine verheißungsvolle Vorahnung auf den Ausblick von oben. Marschierten durchs Nadiallental. Wo fröhlich sie marschierten durchs Nadiallental. Das Rauschen der Zahnradbahn lässt manch keuchenden Städter sehnsuchtsvoll aufseufzen. Seit 1883 ist sie im Einsatz und von Beginn an ein Kassenschlager. Zuerst als zünftige Dampflok. Dann mit einem zugkräftigen Elektromotor. Auch wenn die Fahrt nur wenige Minuten dauert, so winkt hier das besondere Erlebnis. Man spürt förmlich, wie die Zahnräder auf 20% Steigung mit rhythmischem Knacken in die Schiene greifen. Und an der Bergstation angekommen, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte? Man ist noch nicht oben. Die gute? Es ist nicht mehr weit. Ab jetzt sind alle gleich. Alles strömt über die letzten Stufen zu der Ruine der Burg. Die, die hier oben lieber an alte Sagen denken, versuchen zu erahnen, wo Siegfried wohl einst den Drachen erlegt hat. Aber das Wichtigste an allem ist dieser Ausblick. Und wenn das Wetter stimmt, dann fehlt es einem zumeist an nichts. Wenn man das Gefühl hat, man hat wirklich alles gesehen, dann ist Zeit zu entspannen.
Gegenüber am malerischen Rolandsbogen liegt bereits Rheinland-Pfalz. Hier wäre die Landeshauptstadt Mainz zuständig gewesen. Zuvor reichte die alte Rheinprovinz von der holländischen Grenze bis über die Lorelei hinweg nach Bingen. Ein einheitliches Rheinland wäre zweifelsohne ein mächtiges Bundesland gewesen. Und dann auch noch mit Bonn als Bundeshauptstadt. Der Rolandsbogen ist übrigens der Rest eines Fensters einer alten Zollburg. Von hier aus wurde der Schiffsverkehr überwacht, um Wegezoll zu kassieren. Also zahlen wir unsere Rechnung und machen uns auf. Weiter rheinaufwärts in Richtung Neuwied und Koblenz. Und suchen weiter nach Trennendem, aber auch Gemeinsamem.